Ein schnurriges Willkommen zu Panty spielt Albion. Das ist tatsächlich ein Spiel, was ich auch sehr lange schon Let's Playen wollte. Es ist von dem großartigen Entwickler und nein, nicht Ubisoft, sondern von Blue Byte, als es noch nicht ein Teil von Ubisoft, einfach eine Marke von Ubisoft war, so wie ich das verstehe, dass es es heute ist, sondern tatsächlich, als es ein eigener kleiner Entwickler war. 1995 in, ich weiß tatsächlich jetzt nicht, ob sie da schon in Düsseldorf waren oder noch in Mülheim an der Ruhr, aber begonnen haben sie auf jeden Fall in Mülheim an der Ruhr. Das erste Spiel kam 89 raus, ist tatsächlich, da war ich noch etwas zu klein für Computer, also tatsächlich noch nicht meins gewesen. Ich habe tatsächlich das zweite, den zweiten Teil davon, Great Chords 2, habe ich tatsächlich selbst gespielt. Aber nie richtig verstanden. Und dann kam 91 Battle Isle, die Battle Isle-Reihe. Damit ist, das ist einer der bekannten Namen aus in meinem Kopf, den ich mit Ubisoft, ja, ich habe automatisch diese Verbindung Ubisoft und Blue Byte, aber da, wie gesagt, damals noch Blue Byte, die ich mit Blue Byte verbinde. Und ne, selbstverständlich in Deutschland riesengroß die Siedler. Was im Englischen ja der erste Teil Life is Feudal hieß, die Siedler 1, mein Lieblingsteil, die Siedler 2, kam dann erst 96, also nach Albion. Und zwischendrin ein Spiel, was ich auf jeden Fall auch nochmal Let's Playen will, oder zumindest kurz anspielen will, ist die total verrückte Rallye, weil der Name ist der Programm, das Spiel ist einfach total verrückt und total lustig. Aber jetzt sind wir hier bei Albion und wir haben schon dieses trippige Intro gesehen und wie wir auch sehen, wir spielen es in einer neueren Version, einer gepatchten Version aus dem Jahr 96. Steht sogar genau, welche Uhrzeit das Ganze gebaut wurde. Hier um 12:39 und 9 Sekunden. Da waren sie also ganz genau hier in dem Titelscreen. Und nachdem, wie gesagt, dieses trippige Intro gesehen haben, stürzen wir das einfach gleich ins Spiel. Wir werden jetzt, ich bin mir zu 95% sicher, dass wir jetzt noch einmal eine Kurzfassung des Intros sehen. Und dann tatsächlich, dann werde ich auch tatsächlich anfangen, die Texte vorzulesen. Eine Sache, die ihr merken werdet, ich werde nicht jedem Charakter, den man länger hat, eine eigene Stimme geben, denn das sind einfach zu viele. Ich hatte ursprünglich tatsächlich vor, das ist der Grund, warum es so spät kommt, tatsächlich vor, Leute zu fragen, die sich bereit erklären, Stimmen für Charaktere festzumachen. Aber aufgrund von meiner Art, bis ich es geschafft hätte, genug Leute zusammenzubringen und zu fragen, wäre ich dann, würden sich die beiden Stellen meines Alters von 37 zu 73 gedreht haben. Und ich glaube, das will keiner von uns. Ich habe das hier tatsächlich schon mal angespielt. Ich habe das schon mal jemandem gezeigt hier. Deswegen gibt es schon einen Spielstand, aber den wollen wir nicht fortsetzen. Wir fangen natürlich komplett von vorne an. Und ich werde hier ganz offen und ehrlich sein und sagen, was ich schon weiß, während ich ja bei dem Morrowind auf Englisch so ein bisschen in Character spiele und ein bisschen versuche, ja, so zu tun, als wenn alles irgendwie neu ist, als wenn ich zum ersten Mal spiele. Hier werden wir jetzt tatsächlich, ich kenne schon ein paar Tricks von früher. Ich habe es damals nicht durchgespielt, aber ich habe sehr exzessiv gespielt, so weit, dass ich von dem Spiel geträumt habe. Kann man jetzt denken, was man will, im Sinne von, das war doch ein bisschen zu weit, würde ich heutzutage schon sagen. Aber es hat mich doch also sehr beeinflusst, meinem heutigen Sein. Also wenn ich mir hier mein aktuelles T-Shirt angucke, was ihr zwar nicht sehen könnt, von der Confuzzled. Ich glaube, mit einem Grundstein dafür, dass ich ein Furry-Fan bin, ist unter anderem durch dieses Spiel gekommen. Aber jetzt erst nochmal die Wiederholung vom Intro und dann geht's direkt los. Und ja, ich will wirklich ein neues Spiel starten. Oh, okay. 95% sicher und die 5% treten ein. Aber der Text, den man eben gelesen hat, kommt nochmal. Schon wieder dieser Traum. Muss das 10. Mal sein. Was soll das nur? Ich kann mich auch nicht erinnern, je in Farbe geträumt zu haben. Naja, werde ihm noch ein wenig die Füße vertreten. Hoffentlich wird bald durchgegeben, wann ich das Shuttle zu unserem Vorausflug starten soll. Und damit wird man schon direkt ins Spiel geschmissen. Wie gesagt, ich dachte einfach, dass das Intro nochmal kurz kommt. Direkt ins Spiel geschmissen. Und wenn man nicht das Handbuch gelesen hat, so wie ich damals, ich habe das in einer Spielezeitschrift gehabt, die hieß Bestseller Games, war vom Pearl Verlag oder Pearl, ja, von der Firma, Verkaufsfirma Pearl.
scheinbar die Hauszeitschrift, so wie ich es verstanden habe, damals, oh je, Grundschulzeit. Und war dann halt die CD drinne und eine Komplettlösung. Das heißt, ich hab's, ja, ich hab's. Nee, tatsächlich, Albion habe ich nicht mit Komplettlösung gespielt. Ich werde noch ein paar andere Spiele spielen, die ich tatsächlich damals mit Komplettlösung gespielt habe. Bei manchen, wo ich die Lösung immer noch komplett auswendig weiß. Aber hier, man wurde also in das Spiel reingeworfen, hat hier also die Maussteuerung, wenn ich jetzt links klicke, die Maus ist etwas schnell eingestellt, ich muss mal langsam drehen, so. Dann läuft er halt in die Richtung vom Mauszeiger. Ich benutze tatsächlich gerne dann mit der linken Hand die Pfeiltasten. Das war damals noch üblich, WASD. Nö, man hat die Pfeiltasten verwendet zum Laufen. Und dann kann man hier rechts klicken und ein Feld auswählen, so um sich rum. So, das ist so der Aktionsbereich um unsere Figur. Kann man hier so hier rechts klicken, sagen anschauen. Und dann sieht man, das ist ein Gefäß. Und dann kann ich das nehmen. Kann ich auf mich doppelklicken, dann sehe ich mich hier nochmal in schöner Pixelgrafik. Sehe ich 12 Lebenspunkte von 12, 150 Erfahrungspunkte, das ist also eindeutig ein Rollenspiel. 9 Trainingspunkte und wir spielen Tom, der männlich. Ich glaube, da haben sie sich vertan. Ich habe mir gedacht, Tom ist männlich, aber hier steht das Symbol für weiblich. Ich weiß, dass sie bei den weiblichen Charakteren den Begriff Pilotin verwenden, also die weibliche Berufsbezeichnung verwenden würden. Da waren die doch schon weiter, als ich dachte. Wow! Okay. Ich meine, wenn man bedenkt, dass das Spiel auf dem 95 ist, ich gehe tatsächlich hier von einem Tippfehler aus. Aber man kann das auch so sehen, dass sie tatsächlich weiter waren. Naja, Tom ist 28 Jahre alt, ist ein Erdenmensch, Pilot der Stufe 3. Ich werde trotzdem die männlichen Pronomen verwenden. Ehrlich gesagt, vor allem aus Gewohnheit. Ich glaube auch, dass er als Mann angesprochen wird im Spiel. Deswegen nehme ich an, dass das ein Tippfehler ist. Dann haben wir hier Attribute, da gehe ich jetzt nicht sonderlich drauf ein. Da sind hier schöne Bildbalken, irgendwelche Konditionen. Gut, okay, da hat er jetzt nichts. Also das ist tatsächlich so ein bisschen aus dem Englischen übersetzt, Conditions. Heute würde man den Begriff auf jeden Fall nicht nehmen. Hier steht dann sowas wie vergiftet oder so, schlafend. Er kann Irdisch. Ja, tatsächlich sprechen wir scheinbar auf der Erde nur noch eine Sprache. Er hat keine temporären Sprüche. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Zauber, die auf ihn wirken. Hier haben wir seinen Rucksack. Hier haben wir, was man typischerweise im Character Sheet hat. Die Slots, wo man Sachen reinlegen kann. Ja, er trägt gerade Schuhe. Macht einen Schaden von 0, hat einen Schutz von 2. Trägt gerade 3 Kilo von 42 Kilo. Die rechnen ziemlich genau in Gramm. Hier ist das Gefäß, das kann ich jetzt nochmal untersuchen. Dann sehe ich das hier auch nochmal. Das hat also ein Gewicht, einen Schaden, einen Schutz. Und hier steht, wer das alles verwenden kann. Da sieht man schon hier ein paar der Klassen. Wir können tatsächlich keine Charaktere generieren. Das Spiel gibt uns die vor. Aber das werden alles Klassen sein, die im Laufe des Spieles noch zu unserer Party dazustoßen werden. So, wir haben 5 Rationen und kein Geld. Gut, ja, wir sind. Ich weiß gar nicht, wie viel ich verraten soll. Ich nehme an, ich verrate einfach. Wir sind auf dem Minenschiff Toronto, was gerade auf dem Weg ist. Das schmeiße ich weg, das ist nur unnützer Ballast. Was gerade auf dem Weg ist zu einem Wüstenplaneten, um dort eben, ne, das landet da, dann baut sich das in eine Mine um und dann werden die wertvollen Ressourcen abgebaut. Ist so üblich. So, hier haben wir also einen Schrank und da ist natürlich hier das Standardbild für Schrank. Da haben wir einen Ring. So, er ist scheinbar, Tom ist scheinbar verlobt. Vielleicht verwende ich auch einfach den Namen. Dann haben wir ein paar Stim-Drinks. Gucken wir mal, ob hier steht. Hier steht zum Beispiel nicht genau die Wirkung dabei. Natürlich heilen sie, aber es steht nicht dabei, wie viel. Na komm, Stiefel, bitteschön. Dankeschön. Und die ziehen wir natürlich an. Und nehmen uns die 10, die anderen 5 Rationen mit. Tun wir mal in den Schrank hier rein. Und da sieht man, wir sind scheinbar, wir sind auf einem Raumschiff. Wir haben das Raumschiff im Intro schon gesehen, die Toronto. Die Türen gehen von alleine auf mit einem schönen Sch-Sound, ähnlich wie in Star Trek. Na komm, ich will diesen Schrank hier, komm, ist nichts. Oder beziehungsweise der ist, kann man nicht manipulieren, gut. Dann schauen wir doch uns erstmal das gesamte Schiff an. Wobei, als Tom auf den Gang hinaustritt, sieht er von rechts Christine, seine Lebensgefährtin, auf sich zukommen. Und das ist nämlich der Punkt. Sie verwenden die männlichen Pronomen durchgehend. Freudig geht er ihr entgegen, um mit ihr zu sprechen. Christine. Hallo Großer, na, ausgeschlafen? Oh, Christine, schön dich zu sehen, Schatz. Ich fühle mich wie geredet.
Ah, du hattest mal wieder recht, gestern Abend. Hätte doch bei dir schlafen sollen. Ich hatte wieder diesen verrückten Traum. Er wird jedes Mal deutlicher. Ist schon verrückt. Du bist doch sonst kein Sensibelchen. Hat bestimmt was mit dem Overseesprung zu tun. Bleib heute Nacht bei mir und ich werde dir die Albträume schon austreiben. Ah, der Traum begann schon vorher und es ist eigentlich auch kein Albtraum. Er ist nur so intensiv. Ach, egal, was soll's. Ich werde mal eine Runde drehen. Vielleicht treffe ich Captain Brand und bekomme heraus, wann ich mit Snoopy starten soll. Snoopy? Hast du denn nicht... Junge, du musst einen guten Schlaf haben. Die Explosion war durch das ganze Segment zu spüren. Explosion? Mach's nicht so spannend. Von was redest du, Chris? Was ist mit Snoopy? Der Inspektor hat während des Sprungs an der Oversea-Com-Anlage gesessen. Das Ding hat sich überladen und ist förmlich explodiert. Snoopys Bestandteile waren im ganzen Raum zu finden, heißt es. Was für ein Hammer! Junge, das muss ich erstmal verdauen. Dann ist Hofstädt nun der einzige Regierungsbeauftragte an Bord. Ja, ich habe gehört, dass du den Vorausflug nun mit ihm anstatt Snoopy unternehmen sollst. Der Tag fängt ja hervorragend an. Naja, Hofstädt ist ganz in Ordnung und an meinem Flugplan ändert sich durch den Unfall sicher nichts. Ich werde mal eine Runde mit Joe drüber reden. Dein Kumpel ist heute im Nordosten des Segments eingeteilt, in der Nähe des Zugangs zum Com-Raum. Okay, ich werde mich dann auch mal auf den Weg machen. Hab noch viel Arbeit. Bis dann, Süßer. Tschüss, Christine. So, jetzt sind wir wieder alleine. Da haben wir also schon mal einiges mitgekriegt. Scheinbar ist Tom zu irgendeinem Vorausflug eingeteilt gewesen. Die Person, der von der Regierung kommt, ist in kleine Fetzen gerissen worden von einer Explosion. Und jetzt werden wir wohl mit jemand anderem fliegen. Scheinbar, gut, entweder ist Snoopy wirklich sein Name, aber ich nehme an, das war ihren Spitzname. Scheinbar waren die beiden auch noch recht befreundet. 95 hatte man noch andere Sprüche als heute. Da wurden teilweise Texte etwas lockerer geschrieben. Ich erinnere an die Monkey Island-Übersetzungen, die wirklich einfach nur herrlich sind. Danke, Boris. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal im Schiff um. So, scheinbar Minenaufgabe, da wird nochmal vorausgeflogen. Der sich da den nochmal angeguckt. Na, hier ist irgendein... Jetzt ist die Tür offen, jetzt kann ich nicht mehr die Tür angucken. Ah, okay, wieder Stimdrink. Ein Stimdrinks stand da, und es ist nur einer. Gut. Wir nehmen natürlich in braver Rollenspielermanier alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Selbst die Würste aus dem Schrank. Was eine Referenz an einen Rollenspielkollegen vom Pen & Paper ist. So, guck mal, hier ist nichts. Warte mal. Vielleicht gucken welche. Das ist die Tür zu Christines Kabine. Da hätten wir wohl eher drin schlafen sollen. Sie ist im Moment nicht anwesend. Und sie hat uns scheinbar noch nicht für ihre Kabine freigeschaltet. Was haben wir hier? Okay, noch irgendein Quartier, das wir ausrauben können. Hier ist sogar noch jemand. Hallo, ich wollte eigentlich nur mal eben ganz kurz... Sicherheitscheck, Sie wissen schon. Oh, hallo Driscoll. Ich habe gehört, du hast einen neuen Passagier. Jetzt, wo sie den Inspektor von der Wand gekratzt haben. Ich drücke dir jedenfalls die Daumen für den Flug. Okay, ich scheine also sehr bekannt zu sein. Dann macht es dem wahrscheinlich nichts aus, wenn ich hier einfach mal so die Dusche mit benutze. So, sind wir auch schon mal sauber. Wir hatten ja schließlich gerade einen ziemlich krassen Traum. Also sind wir wahrscheinlich ziemlich verschwitzt gewesen. Oder ist Tom eher gesagt ziemlich verschwitzt gewesen. So, na komm, geh da hoch. Da ist nix. Und da ist nix. Und da hinten kann ich wahrscheinlich... Doch, kann ich auch hin. So, da sind wir natürlich etwas genau. So. Und ich erwarte tatsächlich beim Reingehen in einen Raum, dass eine Texteinblendung kommt, weil es gibt einen Raum, wo das passiert. So, hier auch Konsolen. Hier, das scheint also ein wichtiger Raum zu sein. Hier kann ich manipulieren. Hier ist Nahrung in Form von Konzentratriegeln zu finden. Die nehmen wir natürlich mit. Essen ist immer gut. Tasse brauche ich nicht. Ich trinke meinen Kaffee dann lieber in der Cafeteria. So, gehen wir mal hier an der rechten Wand entlang weiter.
Und ja, dieses Spiel wird viel Gelese enthalten. Das Spiel enthält sehr viel Text. Das ist eine Art Frachtraum. Lass mal um hier. Einzelnen Frachtcontainer. Ich kann ja anschauen. Da steht aber dann nur Container. Ich gucke eigentlich nur. Ich bin mir sicher, dass ich einen von denen manipulieren kann. Entschuldigung. Ich sollte mal was trinken. Vielleicht solltet ihr das auch. Es ist ziemlich heiß heute. Und Leute, stay hydrated. Trinkt was. Das ist wichtig. So, weiter. Ich war mir sicher, dass es hier noch ein geheimes. Also geheim im Sinne von, wenn man eben wirklich alle anklickt. Ich glaube, das war auch einer von den eckigen Containern, bei dem man was abgreifen konnte. Ich weiß aber nicht mehr was. Tatsächlich. Okay. Ich werde jetzt hier nicht alle. Also das war irgendwie so ein. Ich bin mir sicher, das war einer von den von diesen eckigen. Aber das ist interessant. Oh, hier wird nur gesagt, ein Fahrzeug. Hier ist erwartet, dass eine Beschreibung kommt. Wie gesagt. Gerade deutsche Spiele sind üblicherweise sehr textlastig. War hier oben drin? Nein, das ist die Messe des Schiffes. Treffpunkt und Verpflegungsraum für die Besatzung. Also gehen wir erstmal ein Käffchen trinken. So, wer ist denn hier? Ah, Robert Shaw. Hallo Driscoll, alles klar für den Flug? Was ist denn dein Job? Ich bin Mathematiker und Navigator. Also wenn ihr guckt, das ist das typische Gesprächsinterface. Man hat teilweise noch hier oben drüber dann irgendwelche Optionen mit Fragen. Und dann kann man hier hergehen und die Leute ausquetschen. Und ich werde euch nicht verschonen mit der gesamten Lore dieses Spiels. Das heißt, Robert, was kannst du mir eigentlich über den Flug sagen? Ich habe die Berechnung deiner Flugbahn nochmal überprüft. Ist alles im grünen Bereich, keine kritischen Punkte in der Bahn. Sollte ein Kinderspiel werden. Und kannst du mir was über Navigatoren sagen? Ja, ziemlich harter Job diesmal. Obwohl, oder gerade weil wir Ned, die Wunder-AI, an Bord haben. Während des ganzen Flugs habe ich versucht, der AI Fehler nachzuweisen, aber es war nichts zu machen. Ich schätze, dass ich mich durch die Überprüfungen noch selbst wegrationalisieren werde. Noch traut man den AI-Systemen nicht hundertprozentig, aber das ändert sich bald, schätze ich. Ja, also auch das Thema Maschinen, die Menschen wegrationalisieren. Also fragen wir doch mal, was ist denn mit der AI? Ein fantastisches Ding. Soll fast ein Viertel der Entwicklungskosten des gesamten Schiffs verschlungen haben. Wenn man bedenkt, dass es erst 20 Jahre her ist, seit die erste Kiste schnell genug war, um mit Bewusstseinsalgorithmen umgehen zu können. Das Ding hat geantwortet wie ein schwachsinniges Kind. Und wenn du heute mit sowas wie Ned sprichst, kommst du dir vor wie der Idiot. Immerhin eine gute Idee, Ned durch diesen Androidenkörper mit uns kommunizieren zu lassen. Man kommt sich dabei nicht ganz so merkwürdig vor, als wenn man mit einer Konsole oder einer Wandinstallation diskutiert. Außerdem steuert Ned das gesamte Schiff und später die Anlage. Ist schon irgendwie unheimlich, dass gerade mal 80 Leute Besatzung nötig sind, um das hier am Laufen zu halten. Das gibt mir sehr starke Alien-Vibes mit der KI und dem Androiden, muss ich sagen. Was kannst du mir denn über die Toronto sagen? Die Toronto ist der größte Kasten, auf dem ich bisher geflogen bin. Wie wir alle wohl. Alles ist noch neu, wie aus der Schachtel. DDT hat ihren Gewinn vor 3 Jahren in dieses Schiff investiert, habe ich gehört. Über 120 Milliarden Credits. Uff, da wird einem schwindelig. Was kannst du mir über die Anlage sagen? Wenn sich das Schiff auf dem Planeten zu der Anlage umgebaut hat, geht die Arbeit richtig los. Bin mal gespannt, ob alles funktioniert. Das Ding hier soll sich ja in eine gesamte Infrastruktur selbst einbauen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie groß das Ganze anwächst, wenn es erstmal den halben Planeten abgebaut hat. Die Strukturen werden riesig sein. Naja, am Ende wird ja auch die Anlage eingeschmolzen und auch nach Hause geknallt. Also wie gesagt, Minenschiff, wir wollen diesen ganzen Wüstenplaneten komplett abbauen und einfach zurück zur Erde schicken. Sag mal, was weißt du eigentlich über DDT? Warte mal. Ist schon seltsam. Man arbeitet für diesen Multi, aber es fällt mir schwer, mich auf Anhieb zu erinnern, was diese Abkürzung bedeutet. Da wird ja nichts anderes benutzt. Das war irgendwas mit Däumler, Daitatsu, Thompson oder so. Ich glaube, es ist aus 2 alten europäischen und einem japanischen Konzern entstanden. Ja, Daimler, Daihatsu und ich glaube, Thompson war tatsächlich auch ein deutscher
ein deutscher Konzern, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ob Thompson ein echter Name ist. Ich glaube nicht, dass Samsung gemeint ist. Zumal es zwei alte europäische und ein japanischer, und Daihatsu ist wohl der japanische. Was Thompson ist oder war. So, dann gucken wir mal. Wir haben alles gefragt. Wir könnten jetzt noch ein Wort eingeben, aber wir wissen momentan keins. Außerdem können wir den Leuten Sachen zeigen. Und wir können uns verabschieden, was wir jetzt gerade tun. Bis dann. So, da haben wir schon mal einiges erfahren. Das Schöne ist, dass, wie ihr gesehen habt, die Worte werden weiß, sodass wir wissen, wir haben schon alle Informationen darüber. So, dann reden wir mal mit der Crew hier. Hallo, womit kann ich dienen? Eine kleine Zwischenmahlzeit? Ich habe ein paar gute Schokoriegel zu bieten. Ist nicht so süß, das Zeug. Ja, gerne. Immer her damit. Hier hast du eine Packung. Sie überreicht Tom einige Rationen. Was ist denn dein Job? Ich bin für die Versorgung der Besatzung mit Nahrung und anderem verantwortlich. Nun, was kannst du mir über Nahrung erzählen? Es ist nicht gerade Feinschmeckerkost, was uns die Firma eingelagert hat. Aber mit ein bisschen Intuition beim Programmieren der Küche mache ich daraus ein genießbares Essen. Und das andere? Wenn du neue Videos oder was zu lesen brauchst, wende dich an mich, wenn ich in meinem Büro bin. Oh, gut zu wissen. Was für Videos? Und die Auswahl ist groß. Schau bei Gelegenheit meine Datenbank durch. Okay. Gut, dann haben wir das durch. Dann weiß ich tatsächlich jetzt, dass wir diese Person mehrfach ansprechen können und die bis zu einer bestimmten Grenze immer wieder Nahrungsmittel, also immer wieder Rationen bekommen. Und das werde ich auch machen. Erstmal warte ich, bis sie wieder da ist. So, also einfach ansprechen. Und dann gibt sie mir Nachschub. Und irgendwann wird sie sagen, nö, ist nicht. Und das nutzen wir natürlich aus. Denn wie das so üblich ist in Rollenspielen, wenn ich kostenlos Ressourcen bekomme, dann sollte ich das auch nehmen. Die Rationen sind nicht ohne Grund in unserem Character Sheet. Die werden wir noch verbrauchen. Und dann ist es praktisch, extra Rationen zu haben. So. Und das sieht nahezu endlos aus, auch weil das alles etwas dauert. Und jetzt. Hallo, sorry, keine Schokoriegel mehr. Ich muss langsam darauf achten, dass die anderen auch noch was abbekommen. Du wirst noch fett werden, Driscoll. Nun, dann gehe ich mal wieder. Scheinbar gibt es auch keinen Kaffee. Naja, gut, das ist auch ein Grund zu gehen. So. Und für die, die Tee trinken übrigens, es gibt auch keinen Tee. Wahrscheinlich war das hier dieser Schrank unten. Am Ende dieses Ganges dort oben arbeitet Joe das alte Haus im Augenblick. Ich sollte ihn mal besuchen. Ich gehe aber erstmal hier rein. So, ich glaube, dann war das dieser Schrank. Eine Lampe. Container. Okay. Ich bin mir so sicher, dass man hier einen von diesen Containern... Das Problem ist auch, du kannst mit der Maus verrutschen. So. Weil während ich die rechte Maustaste gedrückt halte, wähle ich quasi aus, was ich haben will. Und wenn ich dann, bevor ich loslasse... Verziehe, habe ich was anderes ausgewählt. So. Na, ich gucke jetzt nicht wirklich. Also, ich bin mir sicher, das waren die eckigen. Nicht die Fässer. So. Also nochmal in die andere Richtung. So. Beziehungsweise hier so drumrum. Zu diesem einen Container. Kann ich dazwischen durch? Ja, ich kann dazwischen durch. Das hat nichts gebracht. Schade, das wäre sehr schön gewesen, wenn das was gebracht hätte. Jetzt habe ich bestimmt den grauen Container rechts davon übersehen. Nun gut. Gucken wir mal erstmal weiter. Wir laufen einfach hier an der Wand entlang. Oh, hallo, wer bist du denn? Das ist Ned. Dies ist der Androidenkörper, der von Ned, dem AI-Rechnersystem der Toronto, zur Kommunikation mit Menschen genutzt wird. Guten Tag, Mr. Driscoll. Kann ich Ihnen behilflich sein? Hallo, Ned. Wissen Sie etwas über den Unfall, dem Inspektor Beagle zum Opfer fiel? Die Entladung, die bedauerlicherweise zu Mr. Beagles Ableben geführt hat, muss während der Oversea-Phase aufgetreten sein.
Leider ist mir nicht bekannt, warum Mr. Beagle ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt die Kommandoanlage in Betrieb setzen wollte. Seine persönliche Beziehung zu den übrigen Crewmitgliedern war nicht ausgesprochen tiefgehend, so dass niemand über seine Motive Auskunft zu geben vermochte. Es tut mir leid, nicht mehr Licht in diese Angelegenheit bringen zu können, denn der Tod eines Regierungsbeamten, auch wenn es zweifelsfrei ein Unfall war, wirft ein schlechtes Licht auf unsere Firma. Ned, haben Sie noch irgendwelche genauen Angaben, die meinen Vorausflug mit Dr. Hofstetten betreffen? Der ideale Abflugzeitpunkt wird gerade ermittelt, Mr. Driscoll. Wir werden durch eine Durchsage rechtzeitig in Kenntnis gesetzt. Die Abtastinstrumente bestätigen bislang die Daten der Sonde durchgehend. Sie können erwarten, auf eine leblose Wüstenwelt ohne größere atmosphärische Turbulenzen zu stoßen. Es wird sich bei Ihrem Flug mit großer Wahrscheinlichkeit um eine reibungslose Routineangelegenheit handeln. Das ist praktisch. Dann ist das Spiel ja ziemlich schnell vorbei, würde ich sagen. Laufen die Landevorbereitungen wie geplant? Ich bin erfreut, mitteilen zu können, dass alle Systeme mit einer Fehlerquote laufen, die alle bisherigen Flüge von DDT-Raumfahrzeugen um das Fünffache unterschreiten. Anders ausgedrückt, alles läuft wie am Schnürchen, Mr. Driscoll. Ha, das ist schön. Ich muss weiter, Ned. Auf Wiedersehen, Mr. Driscoll. Das ist doch mein freundlicher Androide. Nicht so wie der aus dem Film Alien. So, was ist denn mit ihm hier? Ist das wieder der gleiche von eben? Nein, das ist tatsächlich ein namenloser NPC. Das ist der Shuttle-Hangar. Da komme ich momentan noch nicht rein. Ich meine, ich soll mit dem Shuttle fliegen, also werde ich wohl irgendwann in diesen Hangar kommen. Schauen wir weiter. Hier geht es in das Segment der Toronto, das die Krankenstation und die Unterkünfte des Sicherheitspersonals enthält. Reguläre Besatzungsmitglieder haben hier keinen Zutritt. Gut, dann mal weiter. Man kann leider nicht rennen. Ach, guck mal, hier ist noch jemand, den wir nicht kennen. Oh, na, komm schon. Na, jetzt wird das Gespräch automatisch gestartet. Dies ist Rainer Hofstedt, Physiker und Xenobiologe und Aufsichtsbeauftragter der Regierung. Aufgeregt beginnt er ein Gespräch. Driscoll, gut, dass ich Sie treffe. Haben Sie schon vom Tod Inspektor Beagles gehört? Hallo Hofstedt. Ja, mein Lebensgefährtin hat mir gerade von der Sache berichtet. Muss ja ein scheußlicher Anblick gewesen sein. Dieser sture britische Dickschädel. Er war zwar kein Techniker, aber dass der Betrieb der Kommandoanlage während des Overseasprungs nicht problemlos ist, hätte er eigentlich wissen müssen. Diese ganze Überlichttechnik ist noch lange nicht völlig unter der Kontrolle. Der arme Teufel. Übrigens für alle, die sich wundern, dass das mit dem SZ, das ist korrekt. Nämlich 95 war die Rechtschreibregelung so, dass dieses das nicht mit Doppel-S, sondern mit einem SZ geschrieben wird. Das wurde irgendwann mal, ich glaube im 5. oder 6. Klasse war ich, da wurde das geändert, um das Lernen von der deutschen Sprache für andere Leute, für Nicht-Deutsche sozusagen, als Fremdsprache, so, das ist der korrekte Ausdruck, meine Güte, ich hab's mit Worten, zu erleichtern. Finde ich auch nicht so schlimm. Viele Leute haben sich darüber aufgeregt, im Endeffekt wurden einfach ein Haufen Ausnahmen beseitigt und die Regeln ein bisschen standardisiert. Hat man sich schnell dran gewöhnt. Das macht sie nun zum einzigen Regierungsrepräsentanten an Bord, nicht wahr? Der einzige Schlüffler, ja. Erinnern Sie mich bloß nicht daran. Wie dem auch sei. Ich hatte gerade ein Gespräch mit Captain Brand. Er will den Vorausflug trotzdem durchführen, mit meiner Wenigkeit anstelle von Beagle. Sieht aus, als hätten Sie einen neuen Passagier, Driscoll. Ich möchte nicht pietätlos erscheinen, aber dem Shuttle ist es gleich, welche zwei Personen es befördert. Von mir aus kann der Flug planmäßig stattfinden. Ich muss zugeben, dass ich mich sehr auf den Flug freue. Der Abflug sollte in den nächsten Tagen stattfinden. Wir müssen wohl auf die Durchsage des Kapitäns warten. So ist es. Wir sehen uns sicher noch vorher. Bis dann, Hofstedt. Ja, bis dahin, Driscoll.